Ja, nochmal. Ja, servus meine Jungs und Mädels. Ich begrüße euch nochmal zu diesem Video. Take 2. So, wir machen das jetzt einfach kurz. Ich wollte Tierlisten gerne machen mit dem Sven. Sven meinte, nimm das doch auf. Gute Idee, wir nehmen das auf an der Stelle. Wir machen jetzt zusammen eine Tierliste. Wir haben uns mal die Marvel-Filme als erstes genommen. Und das wird eine Liste von uns beiden auf jeden Fall sein. Wir werden uns, denke ich mal, gut darauf einigen können, welcher Film an welche Liste, auf welchen Platz gehört. Und ich würde sagen, lass mal loslegen. Ansonsten, ne? Wenn wir uns da überhaupt nicht einig werden, dann wollen wir die Kategorie noch umbenennen, vielleicht, weil A, S, B, D, C ist irgendwie doof. Ja, das ist ja dieses amerikanische System, ne? Also Benotungssystem, ne? Ja. Dann sind wir jetzt hier, wir haben die Kategorien umbenannt. Das war jetzt ein kleiner Cut an dieser Stelle. Lass mal loslegen. Also, so haben wir jetzt die Kategorien Awesome, sehr nice, okay, geht so, bäh und Schmutz. So, was ich aber auf jeden Fall weiß, Sven. Wir gehen von oben links. Wir können auch jeden. Wir können auch einfach nehmen, was wir wollen. Ich würde jetzt im Endeffekt. Okay, dann lass mal das so machen. Du suchst den ersten aus. Dann ja, diskutieren genau. Wir. Gute und Idee. Den zweiten wähle ich schon gute, aus. Gute, und dann gute immer so, so hin und her. Ja ich, dann mach mal. Ich mach direkt mal den obviousen als erstes. Captain Marvel ist nämlich Schmutz. Ja, ist absolut. Schließe ich mich komplett mit an, kann ich auch nichts gegen sagen. Wir können aber was über den Film sagen, wie wir den finden im Endeffekt. Dann ist ich so glaube, ich war dem im Kino gucken und ich bin, also ich finde es immer schlimm, wenn du, also früher, wir sind ja schon ein bisschen älter, ne? Ich erinnere mich, wie wir noch etwas jünger waren und wir ins Kino gegangen sind, dann bist du ins Kino gegangen, hast Spaß, Dingens und du bist nicht arm da rausgegangen. Wenn du heute ins Kino gehst, du musst ja einen Kredit aufnehmen. Ich finde das immer so schlimm. Ja, wirklich. Guck mal, wenn ich mit Steffi ins Kino gehe, das ist locker 50 Euro. Naja. Das sind locker 50 Euro. Jeder eine Karte, 3D-Zuschlag, dann will jeder noch eine Cola. Ich nehme Nachos, Steffi will auch was zu trinken und Popcorn. Boom, 50 Euro weg. Tja, so schnell geht das, ne? Ohne Anreise auch noch. Und dann sitzt du in einem Film und denkst dir, Alter, die 50 Euro, die hätte ich, keine Ahnung, in Kisten investieren können oder so. Der hätte ich mir CSGO-Skins verkaufen können. Ja, keine Ahnung. Ich hätte mir Alpha-Packs holen können. Ja, oder was weiß ich, ey, Skins in WoW, da hätte ich mehr von gehabt. Tja, wer weiß. Ja das, gut, bei so einem Film, ne? Also ich fand den ultra... ziemlich lang gezogen. Ziemlich langweilig. Und ja, absolut langweilig. Also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass Captain Marvel absoluter Schmutz ist. Ah, und die wird natürlich dahingestellt, als wäre es die Powerfrau schlechthin, ne? Ist der mächtigste Marvel-Charakter, den es ja, so laut Story Alter, gibt. Ja, Alter, ja. Aber es ist, nee. Naja. Egal, ne? Dann sag mal den nächsten. Welchen würdest du nehmen? Ich nehme den dann einfach, mach den erstmal auf okay, dann sag, wo du den einordnen willst. Welchen Film willst du als nächstes? Den Iron Man, den ersten. Den ersten, also den hier, ne? Wir machen den erstmal auf okay. Wo würdest du den einordnen, den ersten? Also ich persönlich würde den auf sehr nice machen. Also ich persönlich jetzt, ne? Mhm. Ich weiß nicht. Wo würdest du den hinsetzen? Ich tendiere auf jeden Fall auch, auf jeden Fall, also auf jeden Fall auf nice, weil ich bin sowieso Iron Man Fan. Sehr nice. Ja, doch schon, wenn du überlegst, ist einer so der ersten richtig guten Marvel-Filme gewesen. Es war der Tony erste. Stark. Nee, der erste theoretisch war eigentlich der Hulk-Film. Weil am Ende des Hulk-Films wurde das MCU ja eröffnet. Der war quasi ja, der erste Film. Also der erste dann, der das eröffnet hat. Aber gut, der erste Film war dann theoretisch eigentlich Iron Man. Das stimmt schon. Ja also ich würde auch sagen, auf jeden Fall sehr nice. Es ist ein super Film. Ich mochte die Geschichte um Tony Stark, wie der den, wie der den Mark 1 und 2 entwickelt hat, wie der da gefangen genommen wurde. Und am Ende ging es ja um seinen Co-Founder da, der den da quasi verraten hat und sowas. Das war schon cool irgendwie auf jeden Fall. Also ich muss sagen, auf jeden Fall. Also ich stehe ja auch auf total da drauf, wie diese Action oder noch nicht mal so die Action da drin, sondern einfach auch so das Auftreten, ja. Wieder da, ich stehe ja total auf AC/DC, wieder da einfach reingeflogen kommt, ja, mit dem, wo du dann diese AC/DC-Sounds und sowas dann hast und sowas, da, ne, und, Ja, das war immer das so Iron Man-Ding, ne? Das war immer das so. Das kommt halt so cool rüber, ne? Und ganz ehrlich, ich mag auch die Filme von ihm, weil der so,
geile Antworten einfach gibt, weißt du? Diese frechen Antworten. Tony weißt Stark du? Einfach. Ja, diese sarkastischen Antworten. Ich liebe diesen Charakter. Ich finde es so schade. Okay, es ist leider so, dass, ne, dass er keine mehr dreht, ne? Aber ich fand den Schauspieler, den Dingens, fand Robert ich so Downey gut Jr. als, genau, ich fand den so gut als Tony Stark, also war seine Rolle. Keine anderen vorstellen. War seine Rolle. Wenn ich den in Sherlock Holmes sehe, denke ich mir immer so, was macht Tony Stark in Sherlock Holmes? Es ist einfach so, er ist ja, die Rolle. Ja, aber den spielt der auch gut. Ja, klar, das sage ich jetzt nicht, aber das ist halt so, damit identifiziere ich Robert Downey Jr. einfach mittlerweile, weil er über diese letzten 10 Jahre immer den Tony Stark, immer den Iron Man gespielt hat. Das ist einfach seine Rolle. Es ist ja halt so, mit manchen Schauspielern entwickelst du diese Paraderolle, mit denen sie so berühmt geworden sind und mit denen du sie einfach so identifizierst. Wie zum Beispiel Hugh Jackman ist ja auch einfach, das ist einfach Wolverine für mich, ne? Ist einfach so. Oder mittlerweile Thor eigentlich. Thor ist für mich hier Chris Hemsworth. Das ist für mich einfach Thor, ne? Das passt einfach dazu, ne? Deswegen. Und das ist halt, du hast halt, das viele Leute, darfst ja nicht vergessen, die gehen daran auch kaputt, ne? Weil du die nur in diesen Rollen siehst. Zum Beispiel, bestes Beispiel hier, Harry Potter-Darsteller, der Dingens da. Daniel Radcliffe. Ich kann den in keinen anderen Film sehen. Ja, der ist schwierig. Ich hab den in Die Unfassbaren 2 hat er ja den Bösewicht gespielt. Totales Paradoxon. Da ist der Kleine mit dem Zauberstab, der alles Gute, und da soll er den Bösen spielen. Das kaufe ich dem nicht ab. Ja, das sind dann halt diese Dinger, wo halt die Charaktere oder diese Schauspieler versuchen mal in andere Rollen zu schlüpfen. Das ist halt die Frage, ob es angenommen wird, ne? Aber ja, ich merke also, gerade, es fehlt ein Film, Sven. Es fehlt tatsächlich ein Film hier in dieser Liste. Weißt du, welcher Film nämlich fehlt? Welcher? Da fehlt noch ein Spider-Man-Film, fehlt da. Wir haben hier den einen, wir haben hier den hier, ne? Den tue ich jetzt mal ganz kurz wieder raus, um den da reinzutun. Und der andere Film fehlt. Es sind nämlich zwei Spider-Man-Filme. Far From Home fehlt. Genau, ich meine nämlich, genau, Far From Home fehlt. Müssten wir den vielleicht noch irgendwie hinzufügen oder sowas vielleicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, das ist auch unsere Tierlist, ne? Wenn da jetzt andere Leute andere Meinung zu haben, dann dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ach, guck mal hier, ja, Captain Marvel and Endgame included. Das heißt, der wurde nach Endgame wurde der oder während Endgame noch nicht draußen, aber wahrscheinlich hinzugefügt. Ja. Gut. Sehr gut. Was haben wir denn als nächstes? Schade. Eigentlich wollte ich Far From Home nehmen, weil ich den vor kurzem erst gesehen habe und wollte direkt was zu dem sagen. Leider ist der nicht in der Liste drin. Da kannst du auch trotzdem was zu sagen. Ja, aber das heißt, wir können den nicht einordnen. Das ist doof, leider. Ja. Na, pass auf, dann nehmen wir, ich würde sagen, lass mal über den ersten Thor quatschen. Der erste Thor-Film? Schwierig, warte, muss ich mich daran erinnern. So. Das war Film, wo er am Anfang sehr, sehr hochnäsig war und dann auf die Erde geschickt wurde von seinem Dad, der gesagt hat, du bist dem Hammer nicht würdig, und dann ist er doch so quasi nett und freundlich geworden und hat dann die Menschen schätzen gelernt und dann hat er am Ende die Kraft wiedergekriegt und hat doch gegen diesen Eisenmann da gekämpft. Diesen Destroyer heißt er, glaube ich. Ich würde den auf nice setzen. Er war schon gut. Ja, war das erste Mal das erste Auftreten von Thor und das erste Auftreten von Hawkeye, muss man auch dazu sagen. Wir können das auch so machen. Derjenige, der den Film jetzt aussucht, wenn du sagst, der war sehr nice, zählt deine Stimme mehr, weil du ihn ausgesucht hast. Nö, also ich würde sagen, lass mal einfach beides einfließen. Wenn du sagst, der ist nice und ich sage, der ist geht so, dann ist er okay, ganz ehrlich. Oder ja, wenn wir dann einen Mittelweg finden, dann ja. Hey, lass mal drauf einigen, wo wir den hin tun. Du würdest den auf nice setzen. Ja. Thor war, ja, ich würde sagen, der war okay. Also der hatte sehr viele lustige Elemente auch da drin. Die legendärste Szene ist, wo der mit in der Bar sitzt und die sich da einen saufen und der nachher so besoffen ist und der den nach Hause und er dann sagt, er hat tapfer gekämpft, sein Volk wäre stolz auf ihn. Fand ich schon sehr lustig. Ja, ich fand ihn schon nice. Also, der war schon gut gemacht.
Ja, ein paar lustige Dinge sind dabei. Also die lustigste Szene fand ich eigentlich persönlich, wo die Freunde von ihm durch die Stadt laufen und dann kommt die Durchsage, ey, wir haben jetzt Jackie Chan, Wonder Woman und noch irgendeinen. Das, fand ich ganz lustig eigentlich. Das so fand ich auch gut. Den Spruch, da war ich ganz cool. Ja, der Endkampf, der war eher langweilig leider, muss ich sagen. Ja. Ja. Deswegen, also ich würde den tatsächlich eher nur auf okay stellen. Also er war in Ordnung. Also es war ein durchschnittlicher erster Filmverein. Also ja. Ich weiß auch nicht. Sowieso ja, die Torfilme sowieso an sich sind alle nicht so stark gewesen. Ich würde ihn auf okay tatsächlich setzen. Ich revidiere, ich gehe auch 1 noch runter. Der war okay, der war jetzt nicht so nice. Okay. Den konnte man sich angucken. Ja, war okay. Okay, welchen meinst du jetzt? Ant-Man. Ant-Man, das müsste dann der sein, ne? Der andere ist ja mit Ant-Man and the Wasp. Ah, das ist ja der, genau. Ja, alles klar. Okay, Ant-Man, ja. Habe ich mich eigentlich sehr drauf gefreut auf den Film, weil ich das total cool irgendwie fand, dass der sich schrumpfen oder vergrößern kann, irgendwie so, ne? Aber ich, keine Ahnung, ich fand den richtig schlecht. Ja, ich fand den auch nicht so gut. Ich fand das zwar cool gemacht, wie das, also die haben das gut umgesetzt mit der kleiner, also mit diesem kleiner werden und größer werden. Das haben die ganz gut umgesetzt. Auch die Kämpfe waren nicht so schlecht. Mir ging irgendwie immer dieser Kampf in diesem Kinderzimmer auf die Nerven, wo alle sich immer über diesen Unfall mit der kleinen Lok beömmelt haben. Der war irgendwo auch lustig, aber nach dem 5. Mal sehen, denke ich mir auch so, ja Leute, ist jetzt gut, weißt du? Und den hast du in jedem scheiß Trailer, hast du diesen Gag gesehen, ne? Mit dieser Eisenbahn. Und ich fand den auch nicht so gut. Der hat nicht so gezündet bei mir. Die Story war eher so, schon eher einseitig. Der Bösewicht war jetzt auch nicht so der, wo ich sagen würde, jo, das ist auf jeden Fall der böseste Böse, den es überhaupt gibt. Ich weiß auch nicht. Also so ganz überzeugt von dem war ich nicht. Wie gesagt, ich fand's irgendwie so nervig, dass sie ihrem Vater die ganze Zeit auf und sagt, aber ich würde den Anzug haben. Und dann mache ich dem das Leben halt schwer, weil er so doof ist, weil ich den Anzug haben will. Ja, ich kann sowas auch nicht leiden, wenn so Charaktere so zickig sind, so nervig sind. So nervige Kinder, so kriege ich auch immer die Krise in den Film. Nee, also wie gesagt, also für mich gehört der zu bäh. Also, tatsächlich hätte ich ihn da auch eingeordnet. Ich finde, also er ist nicht Schmutz. Nee. Er ist nicht Schmutz wie Captain Marvel, aber er ist, bäh. Muss ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal angucken. Habe ich auch tatsächlich nicht einmal rewatcht, den Film. Nie wieder. Einmal geguckt, nicht mehr angeguckt. Ja, wenigstens sind wir uns da auch einig. Ja. Dann würde ich jetzt tatsächlich gerne als nächstes würde ich dann, wenn ich ihn finde, wo ist er denn? Genau, ich würde tatsächlich den ersten Guardians of the Galaxy gerne mal einordnen, das ist doch der erste, ne? Ist das der erste, The Guardians of the Galaxy? Müsste er sein, ne? Der andere ist ja... Steht Volume 2. Der ist Volume 2, Volume 3 gibt's noch nicht. Dann ist das der erste. Also ich persönlich muss sagen, mit einer der besten Marvel-Filme, allein wegen Musik und ich mochte den Chris Pratt als Star-Lord, mochte ich einfach, so ein bisschen schusselig, bisschen dumm, ne, aber trotzdem so der Held einfach und ich fand's cool, wie die zusammengefunden haben, habe ich tatsächlich sogar mal mehrere Male in einem Monat hintereinander mehr angeschaut, muss ich sagen, also hat mir besonders gut gefallen, muss ich sagen. Ich würde den, ohne Witz, ich würde den tatsächlich auf Awesome stellen, weil ich finde den wirklich gut, den Film. Würde ich auch machen. Ist mit einer meiner Lieblings-Marvel-Filme tatsächlich, Guardians of the Galaxy. Allein wegen der Musik ist der mega, der Film. Der Soundtrack ist awesome, wirklich. Ich würde das auch machen. Ich finde den Film so gut, das ist einer meiner Lieblings-Marvel-Filme, weil, wie gesagt, Chris Pratt, oder wie der heißt da, den Star-Lord so nice spielt. Mit so einer Leichtigkeit, mit so einer leichten Arroganz, weißt du? Aber immer dieses Schusselige dabei, dieses Dumme so ein bisschen. Liebe Schusselige dabei, weißt du? Weißt du, meint, er hätte mal einen Plan, dabei ist er eigentlich total planlos unterwegs, ne? Und wie gesagt, schon am Anfang wurde er da dieses hey, 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 hey. Ja, genau. Weißt du? Und dieses... Oh, die ganze Musik von diesen 80ern, der hängt ja da so in diesen 80ern fest mit der ganzen Musik, ne? Das gefällt mir ja sowieso. Und wie gesagt, Rocket, super nice, super cool getroffen. Ich finde auch Batista, den Batista als Drax richtig gut.
haben sie richtig gut umgesetzt. Ja, einfach, ich finde es einfach mit einer der gelungensten Filme von Marvel-Filmen her. Ja, man kann sich auch, wie gesagt, nur anschließen. Super Film. Ich mag die Charaktere eigentlich alle. Keiner, würde ich sagen, würde, mag ich überhaupt nicht. Gamora auch. Oder auch Groot. Also der Witz mit Groot ist ja eigentlich legendär, dass der halt nur Groot sagt und das quasi eine eigene Sprache ist. Das finde ich schon, allein dieser Gag ist schon mega gut. Und ja, die ganzen Arcs, in die der Film halt so ein bisschen unterteilt ist, so am Anfang halt dieses erstmal zusammenfinden, wer ist wo, dann die Szene mit dem Gefängnis, dann später auf diesem Riesenschädel das Ganze und dann am Endeffekt der Endkampf am Ende mit diesen was waren das nochmal? Ich habe jetzt den Namen von dem, diese Nomaden da halt, diese Außenseiter, Outlaws-Typen Creed. Da. Genau, ja. Nee, nicht die Creed, sondern die Organisation, der Star-Lord ja eigentlich angehört. Wie hieß die nochmal, die Organisation? Ich habe den Namen jetzt von denen vergessen. Wo Dingens drin ist hier, der Pfeifentyp da. Ja, genau, Yondu. Auch Revengers. Yondu zum Beispiel. Yondu finde ich zum Beispiel auch ein super Charakter eigentlich. Die Revengers? Die Revengers waren das. Ich habe auch Revengers im Kopf gehabt, dann werden sie es wohl sein. Ist auch egal, jedenfalls auch die Organisation fand ich ja auch cool und. Da wiederum können wir, wenn wir dann den zweiten mal ansprechen, dieser Yondu. Können wir als nächstes machen, wenn du willst. Ja, mach mal gerne, weil wir ja gerade in diesem Guardians-Universum da sind. Dieser Yondu Odonta, war der nicht jahrelang ein bestehender Teil der Guardians of the Galaxy? Er war, die ursprünglichen Guardians of the Galaxy sahen ganz anders aus. Und zwar im zweiten Teil siehst du das ja, da begegnet er dem Sylvester Stallone. Und der Sylvester Stallone hat mit den Leuten, die da dabei waren, die mit ihm da rumgelaufen sind, diesem Kristalltypen, dann diesem, ich glaube, diesem Mucki-Typen, der noch dabei war, er selber, also der Sylvester Stallone selber und der Yondu und ich glaube noch zwei Charaktere, das waren die ursprünglichen Guardians of the Galaxy. Und das, was man ja heute sieht, die heutige mit Gamora, Drax und sowas, das ist die Neuauflage der Guardians. Aber die Ursprungs-Guardians of the Galaxy waren mit den Leuten um Sylvester Stallone halt und diesem Kristall-Heini und Yondu halt. Ja, weil ich meine nämlich auch von den Comics her, dass Yondu Odonta echt lange dabei gewesen ist. Und ich fand es halt schade, dass er in diesem Teil halt stirbt. Ne? Ich finde den als Charakter super, super nice. Dieses Evil am Anfang und sich dann doch zum Richtigen entscheiden, ne? Ja. Er ist ja eigentlich nicht der vollkommen Böse da gewesen, ne? Auch im ersten Teil ja nicht so. Ne? Er hat den Star-Lord oder den Chris Pratt hat er ja quasi gerettet davor, ne? Was man ja im zweiten Teil, ne? Weil dann erfährt, alles, genau. Alles, was dem Dingens da nicht gefiel, ne? Hier weg, ne? Richtig. Oder die Macht damit teilen könnte. Also das war schon gut gemacht, ne? Also ich finde den jetzt den zweiten nicht so gut wie den ersten. Würde ich aber persönlich immer noch unter nice einsetzen. Ich hätte ihn tatsächlich noch einen drüber gemacht. Ich würde ihn tatsächlich auf sehr nice machen. Weil ich persönlich mochte die Story einfach an sich. Dass die auf den Planeten dann geflogen sind, haben den Dad getroffen und sowas, dann sind die ja von diesen perfekten Menschen da, denen sie da am Anfang geholfen haben, sind sie dann geflohen und allein die Story mit diesen perfekten Menschen, diesen goldenen Menschen, das fand ich auch mal so lustig. Genau, die Story alleine dahinter fand ich schon lustig, diese Verfolgungsjagden und ich kann mich auch an einen geilen Witz erinnern, wo die halt mit den ganzen Schiffen hinter denen hergeflogen sind, dann sind alle zerstört von bis auf einer und dann flog der dem noch hinterher, wollte ihn gerade killen, dann wurde er auch abgeschossen und dann sagten alle, ach, du bist eine Flasche und sowas. Das fand ich urkomisch und ach, an sich einfach, der ganze Film, ach, der war einfach super, der war echt nicht schlecht. Besonders das Ende mit dem, also wie gesagt, der Witz einfach in dem Film ist einfach geil. Der Witz mit dem Tape, wie alle gefragt werden. Ich habe mir den Arsch abgelacht im Kino. Hat jemand Klebeband, damit wir den Knopf umkleben können. Hat jemand Klebeband? Das war so geil, dieser Witz, den sie gemacht haben, in dem Kampf schlechthin und dann geht's da laut jeden Fragen, hast du Klebeband? Nein, keiner hat Klebeband, scheiße. Das war so mega, also ich fand hast du Yondu gefragt? Natürlich, du hast ihn nicht gefragt. Ja, genau. Ja, macht ihn auch sehr nice, stimmt also, schon. Das allein wegen dem Witz, allein wegen dem Witz fand ich den Film mega gut. Und ich fand's so schade, dass Yondu auf jeden Fall auch gestorben ist, war mega schade.
Besonders der Scherz von ihm, als er an seiner Pfeife darunter segelte und er und Star-Lord zu ihm sagte, ey, du bist hier Mary Poppins. Und er so, ey, ich bin Mary Poppins. Ja, genau. Das war aber wirklich gut. War wirklich ein guter Film. Ich mochte den echt. Der ganze Geld war echt gut. Also, ich meine, das Ende war schon cool gemacht, ne, wie er tot war und kriegt sein Ravengers-Begräbnis da, wo dann doch alle da sind, weil er wurde ja von den Haupt-Ravengers wurde ja auch abgestoßen und so und dem die letzte Ehre zu und die schießen da ihre Leuchtkörper alle ab. Also war schon ein cooles Ende, ne? Auf jeden Fall. Also ich fand das Ende war schon nice. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir mal den nächsten Film. Ich hatte mir jetzt als nächstes überlegt, lass mal über Civil War sprechen. Wie fandest du Civil War? Schwierig. Also ich kann erst mal sagen, was mir an dem Teil zum Beispiel gefiel. Also mir gefiel der Konflikt natürlich zwischen den Charakteren, zwischen Tony Stark und halt Captain America. Gefiel mir wirklich. Die Kämpfe waren ziemlich cool gemacht. Und an sich, die Storyline hinter dem Winter Soldier sozusagen, weil der kam ja da so richtig eigentlich nochmal zum Tragen, die Story, die natürlich dann in dem Teil davor erst richtig zum Tragen kann. Aber da wurde ja quasi zum Ende geführt, dass er quasi wegen seinem besten Freund das alles macht. Fand ich okay. Und die Story halt hinter Tony Starks Eltern und sowas, wie die gestorben sind, dass sie durch den Winter Soldier gestorben sind und sowas. War okay. Also ich fand den Film, ich persönlich würde den, glaube ich, zwischen nice und okay machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wo würdest du den einordnen, den Film? Also wie gesagt, nice oder okay würde ich machen eigentlich. Also dass irgendwann mal eine Kontroverse kommt in irgendeinem Film, wo gesagt wird, dürfen wir das überhaupt, bla bla bla. Da ist ja sehr viel schiefgelaufen, ne? Da ist ja einiges schiefgelaufen. Direkt am Anfang, ne? Das Krankenhaus da oder was das da war, ne? Wo die Scarlet Witch. Ja, genau, da den Fehler gemacht hat, ne? Ich meine, klar, dass es da irgendwann mal so kommt, ey, dürfen die das überhaupt? Dürfen die so agieren, wie sie agieren? Das war mir irgendwann klar, dass das mal so kommt, weil du kannst nicht irgendwas haben und sagen, ja, das machen wir jetzt so, weil wir das dürfen. Es muss ja irgendwo klare Gesetze auch geben. So ist nun mal die Welt hier strukturiert, ne? Und ich fand das eigentlich gut umgesetzt. So, ne? Du hast die Partei, die sagt so, und du hast halt so einen Tony Stark, der sagt, hör mal, wir machen das hier alles für die, für Low, ja? Und jetzt wollen die uns an die Karre pissen, ne? Ja, Moment, Tony Stark war ja der es befürwortet hat. Der hat ja gesagt, uns müssten Regeln aufgesetzt werden. Nee, stimmt. Und der Captain America war ja der gesagt hat, ja, wir wetten den Leuten ja dauernd den Arsch. Wir können nicht nach deren Pfeife tanzen, weil wir müssen ja die Leute retten und sowas. Es war ja so, war es eher dann, ne? Da wurde das ja auch hingestellt durch, dass sie die Gefahren ja auch anziehen, ne? Richtig. Weil es gibt ja immer Leute, die sich gegen die messen. Und wenn du so einen unberechenbaren Hulk da hast, so was, ne? Weil der konnte ihn ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig kontrollieren, ne? Ja, wenn doch schon, also ja doch relativ gezielt, sag ich mal, ne? Ja, aber wenn er am Ausrasten war, dann war er richtig am Ausrasten, ne? Wobei, war er eigentlich in dem Teil dabei? Ich überlege gerade. Da war doch der Hulk gar nicht mehr da. War der da? Das war ja nach Age of Ultron. Civil War war nach Age of Ultron. Und in Age of Ultron ist der am Ende, der Hulk, weggeflogen mit diesem Jet. Stimmt. Deswegen war der in dem Teil gar nicht dabei. Deshalb kam ja die Kontroverse auch mit dieser einen Stadt da, die da in die Luft geflogen ist in Age of Ultron. Daher war das ja alles. Ne? Ja, und dann ist das ja da mit dem Dinges passiert, genau. Und dann stimmt. Da ist ja der, wie hieß der Schauspieler? Wie gesagt, der war schon gut, aber also ich würde den auf okay einsetzen. Also fand ihn jetzt nicht nice oder so. Aber ja, er war gut. Dann würde ich auch sagen, okay. Ja. Würde ich auch sagen. So. Was haben wir denn jetzt? Wir hätten noch die Avengers-Filme, haben wir noch gar keinen genommen. Wir hätten noch den dritten Tor hätten wir noch, den ersten Captain America, den zweiten Captain America. Ich nehme mal ein,
da wird es auf jeden Fall große Meinungsverschiedenheiten geben. Ich nehme mal Black Panther. Ich glaube, da werden wir uns nämlich nicht einig. Okay, ja, mal schauen, erzähl. Also ich fand den richtig gut. Ich fand dass diese Verborgenen quasi, die sich ja, die eine so hohe Technologie haben wie, so weit ist ja noch Tony Stark gar nicht. Ne? Also die sind ja wirklich krass, die vergleichbar, ich würde sie vergleichbar sehen. Ja, ne, und die sind diese Wakanda, genau. Ist ja verborgen, keiner kennt die. Die haben halt diesen, der durch irgendwelche Voodoo-Zauber oder sowas kriegt er ja diese Kräfte des Black Panthers, ne? Ja, durch diese Pflanze, durch diese Blume. Genau, wird dem ja der Black Panther. Und dass du da wirklich mehrere Stämme hast, aber auch unter denen es auch gut geht, immer noch Konflikte sind, ne? Ich fand den gut. Also würdest du den auf wirklich, nice setzen oder was? Nee, also nice jetzt nicht, aber ich würde sagen, der war okay. Also den würde ich auf jeden Fall mir deutlich mehr angucken als Ant-Man der Dingens, ey. Definitiv. Ja, also ich persönlich mochte den Schauspieler von Black Panther. Ich finde, der war echt super. Schade, dass er tot ist im Übrigen. Ja. Das ist echt schade drum. Aber an sich muss ich sagen, war der Film war eigentlich so, ja, wie soll man sagen? Also die Story war so, ich weiß auch nicht, so irgendwie so vorhersehbar so ein bisschen, weißt du? Da ist dann so ein Typ, der ist so voll sauer und der ist auch Thronerbe sozusagen und dann fordert er den raus, dann verliert der, dann überlebt er aber und dann kriegt er seine Kraft irgendwie mit der letzten Blume wieder, weil er sonst gestorben wäre und dann gibt's den Endkampf und irgendwie, ich weiß auch nicht. Also so alles in allem fand ich den sehr einseitig, den Film. Deshalb gefällt der mir nicht so sehr. Wobei ich aber sagen muss, einer der wenigen Charaktere, die mir dem Film wirklich, wirklich gut gefallen haben, war der Typ mit dem einen Arm, der den Gollum gespielt hat. Ich habe den Namen leider von dem jetzt nicht parat. Den persönlich finde ich ziemlich gut eigentlich. Also die Figur mag ich. Ich glaube, der wird ja sogar, glaube ich, in dem Film umgebracht, meine ich, von dem Bösewicht, in dem Schwarzen. Ich weiß nicht mehr, wie der jetzt nochmal hieß. Der mit den ganzen Dingern da drauf, der den... Ich weiß auch nicht, leider nicht, wie der heißt, vom richtigen Schauspielernamen her, aber der wird ja, glaube ich, von dem in dem Teil umgebracht. Also den fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Also ich würde ihn tatsächlich nur auf geht so machen. Also war in Ordnung, aber ist nicht so mein Ding gewesen irgendwie. Die Story hat mich einfach null irgendwie mitgenommen. Und ich weiß auch nicht, damit mich eine Story mitnimmt, da würde ich ihn dann eher schon auf okay setzen und bei dem irgendwie. Ich fand den Film halt cool, so wie die Gesetze bei denen sind. Weißt du, so dieses Drumherum, die Technologie, wie das bei denen abläuft und bla und blub und das fand ich halt cool, ne? Wie gesagt, die Story ging auch, ja, hätte man besser vielleicht machen können oder. Aber an sich fand ich den Film halt okay. So, jetzt haben wir das Problem, halt machen wir jetzt. Tja. Ja, also wie gesagt, ich würde den tatsächlich auf geht's so machen, du würdest ihn auf okay machen. Wir haben leider nichts dazwischen, haben wir ja gelöscht. Das hätten wir den dazwischen machen können. Ja, wir können ihn auf okay lassen. Okay. Ist ja irgendwo, ist er ja okay, aber für mich... Sagen wir mal, die schauspielerische Leistung zieht ihn auf okay. Ja. Also die Schauspieler. So, machen wir es so, ja. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den ersten Avengers. Und nehmen auch den ersten Avengers. Das müsste der sein, ne? Das ist ja, glaube ich, Age of Ultron. Ja, das ist Age of Ultron. Das ist Endgame, das ist Infinity War. Also müsste das der erste Avengers sein. Ja. Ja, der erste Avengers. Sag du mal was, ich habe eben angefangen. Nee, Quatsch. Fand ich halt cool, weil da das erste Mal wirklich alle Charaktere so zusammentreffen, ne? Das war schon cool, ne? Also für mich, wie ich den das erste Mal gesehen habe, ne? Dass da wirklich alle Charaktere aufeinandertreffen, ne? Also. Ja, der erste größere Feind sozusagen, ne? Für den man quasi alle zusammenrufen musste, ne? Richtig, genau. Und wieder, also die fand den auch. Ja, ist schwer zu sagen, ne? Ich finde halt.
Ja. Wie soll ich das sagen, ey? Sag einfach, was dir gefiel, was dir nicht gefiel. Reicht doch schon. Also mir gefiel, also wie gesagt, dass alle zusammengekommen sind, ne? Dass da zuerst Avengers brauchen wir nicht, bla, ne? Und ich fand, ein Key-Moment fand ich halt der Coulson. Ich fand den schon da im Tor, fand ich den cool, den Coulson, den Charakter. Mhm. Und auch bei Iron Man, ne, im zweiten. Er war ja so der ständige Begleiter sozusagen, ne? Er hatte keinen, also wie gesagt, ne, wie er dann leider ja abgemurkst worden ist von Loki, ne? Mit seinen, ja, wie so Baseballkarten halt von Captain America Karten. America, und dass das dann so der treibende Anpunkt war, dann doch zu sagen, ja, wir sind die Avengers, ne? Wir müssen mal, also wir müssen jetzt zusammenhalten, ne? War halt so riesig, ne? Du das erste Mal alle zusammen und dann sind die auf so ein Schiff, da geht auf einmal die Turbinen da hoch und dann fliegt das Ding einfach, ne? Das war schon geil anzusehen, ne? Also ich war von dem Film, war ich erstmal, wie ich das erste Mal gesehen habe, war ich so vollkommen überfordert, ne? Was so, wo guckst du drauf? Vielleicht siehst du da noch irgendwas und sowas, ne? Mhm. Also das war schon cool und war es dann halt auch so ein Hulk da mit drinnen, ne? Und wo die sich da am Streiten sind, war schon geil. Ja, also war schon cool. Also ich persönlich finde den Film auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gelungen, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ich mochte das Zusammentreffen, wie sich alle zusammen getroffen haben im Endeffekt. Du hast ja, die vorigen Filme waren ja immer so aufgebaut, du hast jeden kennengelernt von den Charakteren, du hast jede Geschichte quasi kennengelernt von allen Charakteren, jetzt bis auf Black Widow und halt von Hawkeye hast du ja im Endeffekt einen Film von jedem gehabt und wie die Story dann quasi so zusammengetroffen ist von allen, zum Beispiel von Captain America und hier Tony Stark und sowas, wie die aufeinander getroffen sind und sowas. Die Szene im Wald mit Loki fand ich geil. Die Kampfszenen und dann die Szenen, wo... Ich muss dir was sagen noch. Ich muss dir was sagen, dann weg und dann so, ich höre zu. Ja, ich bin ganz Ohr. Das war schon cool. Dann der Gastauftritt in Deutschland, der im Endeffekt nicht in Deutschland gespielt hat, aber sollte ja angeblich in Deutschland gewesen sein. Das war schon ganz cool und auch der Anfang war halt geil, wo halt der Loki da aufgetaucht ist und hat dann halt quasi Stress gemacht mit dem Stab und allem. Das war schon cool und da hat man auch so den ersten Hint gekriegt, in welche Richtung das gehen wird. Da wurde ja die ersten Theorien aufgestellt, dass es Richtung Infinity War gehen wird und war ja auch richtig, wie dann alle vermutet haben mit den Infinity-Steinen und sowas und ja, das war schon ganz cool. Dann der Kampf am Ende fand ich auch, also mit einer der coolsten Kämpfe, jeder zu seinem Aufgabenbereich, weiß, jeder macht das, was er am besten kann und Thor gegen Loki am Ende und sowas und dann das Portal schließen und sowas. Zermatscht, Junge. Ja, mit einer meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich die Szene, wo der Hulk sich den Loki nimmt und einfach durch die Hütten klatscht und dann auf den Boden klatscht und sagt dann mickriger Gott und sowas. Das fand ich schon. Mickriger Gott. Das war schon cool. Oder die Szene, wo der Hulk dann mit dem Thor auf diesem Vieh gekämpft hat und dann am Ende sind die in diesen Bahnhof reingeknallt, dann klatscht der Hulk den Thor einfach weg. Aber das war schon cool irgendwo auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also in dem Film lernst du Loki ja noch mehr in dieser Evil-Zeit kennen, ne? So, aber so einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich echt zugeben, auf dem Marvel-Film. Also Loki hat sich in den Film so gemacht und es ist so ein cooler Charakter und so ein guter Schauspieler. Ja, das wollte ich gerade sagen, liegt aber auch hauptsächlich echt an dem Schauspieler, weil der Schauspieler ist einfach super. Es ist auch wieder dieses typische Engländer machen die besten Schauspieler, er ist ja Engländer und das passt einfach zu dem und ist einfach ein super Charakter, wirklich. Ohne Witz, also. Er hat ja auch da Loki, die Serie jetzt da auf Dingens da, ne? Netflix, da habe ich mir ja den Dingens, Disney ja. Plus ist Disney, dann. Ja. Und da habe ich mir die erste Folge angeguckt und war sofort drinnen, ne? Und wollte mehr und na, dann muss er halt immer wöchentlich warten. Jetzt warte ich natürlich, bis so gut wie alle draußen sind, damit ich die mir hintereinander wegsuchen kann. Ja, es ist einfach so, du bist am Ende und denkst so, scheiße, ey, jetzt muss ich eine Woche warten, damit ich weiß, wie es weitergeht. Und ich liebe ja so solche Serien oder sowas, ne, wo ich so
so gierig drauf bin. Ne? Also wie gesagt, es gibt ja einige Serien, die ich so, so ein ganzes Wochenende weggesuchtet habe. Ne? Ja, und, gut. Gut, trotzdem, ja, nichtsdestotrotz muss man mal sagen, wir müssen den Film mal einranken. Wo würdest du den Film denn sehen für auf dich? Auf Nice. Der war schon mal. Ja, ja, ich würde fast schon Richtung sehr nice tendieren. Ich mochte den Film wirklich. Also den ersten Avengers. Dann mach ihn auch sehr nice. Da wir eben meinen höher gerankt haben, dann nehmen wir jetzt deinen hoch. Also wie gesagt, ich bin da auch total fein mit, wenn du den auf sehr nice machst. Ich würde den echt auf sehr nice machen, weil er ist schon... Also wenn man jetzt im Vergleich sieht, was wir auf sehr nice haben, Iron Man und Guardians, ich würde sagen, es ist in einer Liga für mich. Also für mich kommt es in einer Liga wirklich dahin, muss ich echt sagen. Doch, ja, würde ich für mich sagen, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, sehr nice auf jeden Fall. Ja, gut. So, jetzt sind wir bei mittlerweile schon, ich glaube, einer halben Stunde oder sowas. Und wir haben gerade mal noch nicht mal die Hälfte der Filme. Okay, dann machen wir jetzt einen schnellen Ant-Man and the Wasp. Ant-Man and the Wasp. Schmutz. Schmutz. Okay, alles klar. Der nächste? Der nee, war also, absolut schlecht. Ich glaube, ich habe den auch nur mal so... Der fing an und dann hat, keine Ahnung, dann habe ich nebenbei was gezockt und den Film nebenbei geguckt. Und ich fand den absolut, ich, keine Ahnung, wenn ich dann schon so einen Marvel-Film gucke und ich fange dann nebenbei irgendwas an zu daddeln an, dann ist der Film einfach nur schlecht. Ja, mir hat er auch nicht so wirklich gefallen. Weiß auch nicht mehr, was wirklich passiert. Ich weiß nur, dass am Ende, dass er ja da reingeht und dann bei Endgames dann wieder da rauskommt irgendwie. So, es ging, also von der Story her kann ich dir nochmal erzählen, es ging um dieses Mädel, was so phasenverschoben war, was so sich so phasenverschiebenmäßig durch den Raum bewegen konnte und die war ja quasi der Bösewicht, weil die irgendwie da mit dem Doktor, da, der das alles ja entwickelt hat, da zusammenhing und sowas und die wollten die retten oder so. Ich kann es auch nicht mehr ganz zusammenkriegen, da sieht man mal, wie mir der Film im Gedächtnis geblieben ist. Die meisten kenne ich alle noch wirklich fast wie, als wenn ich es ja gestern gesehen hätte, aber der Film sagt mir fast wirklich gar nichts und ich weiß auch nicht, deswegen würde ich auch sagen, es ist schon echt, der ist, wobei Schmutz. Doch. Ja, okay, wir lassen Schmutz, egal. Ich guck den, ich habe den Film auch nicht einmal, glaube ich. Wenn ich schon nicht weiß, was die Handlung da war, dann muss der Schmutz gewesen sein. Ja, das stimmt. Okay, nehmen wir mal, lass uns mal über Iron Man 2 reden. Iron Man 2 war mit dem... Mit, Wo der sein Dingens da erneuert, ne? Von rund in dieses dreieckige Format, ne? Ja, wo der gegen den, wie hieß der nochmal, der Schauspieler? Mickey Rook. Mickey Rook, gegen genau. Mickey Rook, wo der Mickey Rook, der diese Peitschen hatte. Wo er das erste Mal quasi War Machine... wo War Machine quasi eingeführt wurde. Wurde ja auch der Schauspieler gewechselt, ne? Der War Machine, da war ja vorher ein anderer. Ja, Colonel James Rhodes, der wurde ja da der Schauspieler gewechselt. Genau, das ist der, ja, warum weiß wo ich die gar in Monaco nicht. Sind, wo die in Monaco sind, super geil, diese, wo der da mit seinen Peitschen raufgeht und haut das Auto da in zwei Teile, ne? Ich fand dann geil, ich fand den Anzug sehr geil in dieser Szene, dass der in diesem Koffer drinne war und das alles in dem Koffer, ja, das fand ich sehr nice auf jeden Fall. Ja, der ist auch sehr nice gewesen, der Film. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ich finde Mickey Rook sowieso als Schauspieler so cool. Ich mag Mickey Rook als Schauspieler. Ich habe ja mal auch einen Film von Mickey Rook, der heißt The Wrestler. Hab ich auch gesehen, ja. Auch super Film gewesen mit dem, er hat diesen Russen so geil verkörpert und dieses, Er hat einen guten Bösewicht auf jeden Fall gespielt in dem Film. Auf jeden Fall, deswegen, also für mich wäre auch dasselbe wie Iron Man 1. Ja, bin ich fein mit, würde ich auch sagen. War auf jeden Fall auch sehr nice, das stimmt doch. Ja, auf jeden Fall. Musik war auch wieder ziemlich gut, auch wieder ein bisschen AC/DC dabei mit ein paar anderen guten Songs, die Prügelei in seinem eigenen Haus fand ich ganz cool und sowas. Ich fand auch den Dingens da cool, der Hammer, Justin Hammer. Den Bösewicht in dem Film, ja, der war cool. Wie der so tanzend auf die Bühne kommt, weißt du, wollte einen auf cool tun. Ja, doch, das stimmt. War schon gut gemacht, weißt du. Stimmt, mit der Stark Expo und allem, stimmt. Eigentlich von
eine Ahnung. Die Aufnahmen von seinem Vater, stimmt, wo er die Aufnahmen von seinem Vater kriegt und dann entwickelt er das neue Element da wieder oder entdeckt es wieder und sowas. Ja, stimmt. Wird ja von dem Palladium vergiftet, weißt du, was er ja in sich trägt. Darum musste er ja langsam irgendwas machen. Richtig. Deswegen, ich fand das schon geil. Ja, der war gut, der Film. Ich fand, war sehr nice. Da sind noch so kleine Easter Eggs drin gewesen. Zum Beispiel, wie der Coulson da reinkommt und sagt, er müsste jetzt mal weg. Und er sagt, ey, Moment, was ist da? Gib mir das mal. Und da holt er dieses Iron Man-Schild raus, dieses Plastikding. Und nimmt das als Unterlage, damit das Rohr in perfekter Lage ist. Verstehst du? Diese kleinen Scherze. Und dann, das ist so ein Easter Egg gewesen halt auch, ne? So, das war diese erste Form des Schildes sollte das darstellen. Ich glaube, mal in so einem Dinges da gesehen auf YouTube. Gut, machen wir weiter. Oh, weiter. Nimm mal den Hulk. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt mal gesehen habe. War das mit dem aktuellen Schauspieler, der auch den Hulk spielt? Nein, das war mit Edward Norton. Edward Norton, wo der in Brasilien ist, ne? Wo der erst in Brasilien ist, dann geht er nach Amerika zurück und dann ist doch dieser, ich habe den Namen von dem vergessen, der hat so einen ganz komischen Namen immer gehabt, den haben die immer gerufen, wo der eine Typ da quasi so sein Erzfeind geworden ist von den Army-Typen da. Da ist doch da so sein Erzfeind geworden und am Ende war doch dann der Endkampf Abomination gegen Hulk. War doch dann der Endkampf quasi. Wie gesagt, ich kann mich kaum dran erinnern. Also, ich kann dir gar nicht sagen, ob. Also, ich. Keine Ahnung, wo ich den einschätzen soll. Also, ich kann mich kaum dran erinnern. Ich würde den auf G-Zone tun. Ja, ich persönlich auch, weil ich habe jetzt auch nicht die besten Erinnerungen an den Film. Aber ich glaube nicht, dass der Bäh war oder Schmutz. Nee, Bär oder Schmutz war der nicht. Ich mag Edward Norton als Schauspieler und der hat den auch nicht schlecht gespielt, auf jeden Fall den Hulk. Aber so die Story, ja, okay. Das war ja das Erste, ne? Das war ja der also der war ja noch vor Iron Man 1, glaube ich. Ja, ne? genau. Weil am Ende des Filmes kam ja der Tony Stark in die Bar, wo der dieser General sitzt und hat ihm von den Avengers erzählt. Das war das allererste Mal. Ja, richtig. Genau. Ja, deswegen, ich würde sagen, geht so. Ist okay für mich, ganz ehrlich. So gute Erinnerungen habe ich in dem Film jetzt auch nicht, würde ich sagen. Okay, ja, pass auf. Jetzt haben wir den gemacht, dann würde ich sagen, lass mal noch als letztes noch den Iron Man 3 machen. Das war, wo die diese explodierenden Typen hatten da, die dieses... der Mandarin. Ja, der Typ, den er am Anfang getroffen hat in dem Film, den er am Anfang getroffen hat, den er gesagt hat, ey, warte mal auf dem Dach auf mich und der wollte sich dann quasi doch umbringen, aber dann ist er quasi so voll evil geworden, ist dann ins Fitnessstudio gegangen, hat ein bisschen trainiert, hat sich seine Haare abrasiert quasi und ist dann mal zu einem anstehenden Menschen geworden sozusagen. Ja, storytechnisch würde ich sagen, ist es okay gewesen. Man hat halt. Ja, war nicht so gut wie der erste und zweite auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, das, was halt cool war, war zum Ende, wo seine ganzen Anzüge. Ja. Das war schon cool, ne? Aber das war auch schon fast mit das Beste, muss ich sagen. Ja, der spielt ja, also rein timeline-technisch spielt der direkt nach dem Avengers-Film, dem allerersten, wo der in dieses Wurmloch geflogen ist. Deswegen der unter den Schlafstörungen litt und sowas und hat ja dann die ganzen Anzüge alle gebaut und hat dann ja den Kampf gegen den Mandarin verloren in seinem Haus, wo dann diese eine Wissenschaftlerin da kam, diese Botanikerin und sowas und dann ist er dann, glaube ich, weggeflogen und ist dann irgendwie mit seinem Anzug abgestürzt und dann hat er den Jungen da getroffen in der Kleinstadt da und dann ist er da ein bisschen Palaber gewesen und sowas. Ja, dann haben sie ja die Pepper Potts entführt, die hat ja auch dieses Serum da, ich komme jetzt nicht drauf, das hat ja einen Namen irgendwie. Ja, ich weiß genau, wie ich es heiße. Wir haben dieses Serum halt, dieses Serum, was dann halt so verwandelt in diese Typen. Ja, wo der alles nachwächst Extremis. Und sowas. Ne? Extremis. Extreme, genau. Und der war jetzt nicht sehr nice, aber ich würde den unter nice setzen. Der war schon gut. Ja, er also war nicht so gut wie der erste oder der zweite Teil, aber ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, besser wie Civil War oder Thor auf jeden Fall und Black Panther. Ja, auf jeden Fall. Besser würde ich sagen, auch auf nice auf jeden Fall. Dann haben wir auch mal einen Film auf nice, weil der Film war okay, war nice. Er war nice, ja. So, dann gehe ich mal mit Doctor Strange. Doctor Strange. Oh, ich glaube, da werden wir uns jetzt, glaube ich, nicht uneinig werden, weil ich persönlich mag ich ziemlich den Film. Ich mochte den Film. Ich finde den Hammer.
Echt? Achten Sie mal. Okay, ich fand es den Film nicht ich gut. Den Schauspieler so gut. Benedict Cumberbatch, ja, gehört mit zu den Besten auf jeden Fall. Ich fand den so gut in dem Film und war so, wo ich sagen würde, das war schon eine starke Nummer, ne? Vor allem dieses Strange in diesem Film, ne? Heißt ja auch Dr. Strange. Aber weißt du, mit diesen Verschiebungen der Dingens, Welten und bla. Der Dimensionen und sowas, ja. Das geht ja so weit hinaus, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, über so Dimensionen und sowas. Und am Anfang so ein bisschen weinerisch gewesen, fand ich ihn. Ein bisschen lahm, würde ich sagen. Aber anfangs war der sehr trocken, der Film. Genau. Er musste ja quasi erstmal richtig in den Dr. Strange reinführen, den Charakter quasi erzählen. Aber je länger der Film dauerte, desto mehr Fahrt hat er aufgenommen. Das hat man auch gemerkt, weil er musste ja quasi erstmal trainieren von 0 auf 100. Und das ist das. Und alles, was der sich da reingezogen hat, die ganzen Bücher. Also, ja, wegen seinem fotografischen Gedächtnis ist er ja quasi der Prädestinierte dafür, für diese Art von Magie und sowas, ne? Wo er dann seinen obligatorischen Mantel gekriegt hat und sowas. Aber war sehr nice. Also ich fand den sehr gut auf jeden Fall, den Film. Ja, ich fand den auch sehr gut. Also ich würde den auf zwischen nice und auf jeden Fall sehr nice setzen. Ich weiß nicht, willst du ihn auf ich sehr nice oder auf nice setzen? Sag du erst. Also ich guck halt, was wir da stehen haben. Ich habe da Iron Man stehen, ich habe Avengers da stehen, ich habe Iron Man 2 und den Guardians of the Galaxy 2 da stehen. Fand ich den besser wie Doctor Strange oder nicht? Fand ich die Teile besser? Ich würde schon fast sagen, ja. Also weil der am Anfang etwas lahm war. Ich würde sagen, weil der am Anfang etwas lahm war und weil der wirklich erst mit der Zeit Fahrt aufgenommen hat, würde ich den etwas schlechter tatsächlich werten wie Iron Man und den Rest, der auf sehr nice ist. Ich würde den auf nice setzen, tatsächlich. Würde ich auch machen, weil die sind auf jeden Fall besser wie Thor und Civil War und Black Panther. Aber ich finde halt Guardians of the Galaxy, Avengers und die Iron Man-Teile doch spannender und besser wie Doctor Strange. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum... Ach komm, weil es der Einste ist, kommen wir mal zu dem Spider-Man, zu dem ersten. Der erste Spider-Man war ja der mit dem Vulture, mit diesem Creme-Typen. Er spielte ja auch nach dem ersten Avengers, nicht direkt danach. Also ich glaube, da war noch Iron Man dazwischen. Aber der kam also ja danach raus. Ich fand den Film halt so ein bisschen schwierig, weil mir ist halt auf den Sack gegangen, dieser Tony Stark-Fanboy. Will alles können, kann aber eigentlich nichts. Ne? Also was heißt, er kann nichts, ne? Aber schwierig. Also fand den jetzt, er war okay, aber auch nicht so, also fand ihn jetzt nicht so gut, bin ich ganz ehrlich. Also ich merke jetzt gerade, wann der nochmal spielte, der erste Spider-Man. Der erste Spider-Man spielte auf jeden Fall vor Civil War und vor Dingens auf jeden Fall. Ja, der spielte, meine ich, nach dem zweiten Iron Man auf jeden Fall, oder? Er kann schon fast sein, ja. Ich meine, ja, nach dem zweiten Iron Man, glaube ich, kam der von der Story, also von der Timeline her. Weil der hatte ja den Tony Stark, kannte er schon. Da musste er doch nach Civil War gespielt haben, oder? Ich bin schon am Googlen. Ah, bist du schon, okay. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Rein Thailand-mäßig hier. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass die ja in dem Film diese Typen, wo auch der Vulture dazugehört hat, dieser Krähen-Typ oder dieser Flugapparat-Typ da, der Bösewicht in dem Film auf jeden Fall, dass der sich ja die Technologie von diesen Jitauri da geklaut hat, weil die ja diese Viecher da auseinandergenommen haben. Deshalb meine ich, heißt der Spider-Man Homecoming, ne? Heißt der doch, ne? Ich glaube ja. Der müsste Homecoming heißen. Aber der spielt nach Doctor Strange. Und Doctor Strange spielte nach? Civil War. Also es kam Guardians of the First Avenger, dann kam Iron Man, dann The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, The Avengers, Iron Man 3, Thor, The Dark World, Captain America Winter Soldier, ich glaube, das ist die Serie, ne?
Ja, Captain America Winter Soldier, das ist der zweite America. Ah, das war der zweite, America. Ja, genau. Da kam Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy 2, Age of Ultron, Ant-Man, Civil War, Black Panther, Doctor Strange, Homecoming, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Ragnarök, also Thor, Infinity War, Endgame und Far From Home ist danach gewesen, also nach Endgames. Mhm. Okay, ja, der Homecoming. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, ja, wie gesagt, also ich fand, der ging so. Ja, also ich finde den auch, dass ich auf G zu setzen. Ja. Story ist nicht, also, die nicht der allerbeste, der Bösewicht nicht der allerbeste. Es war halt okay, ein Spider-Man-Film. Und bei mir ist das halt so, ich bin satt von Spider-Man-Filmen. Ne? Erst die Tobey Maguire, wo der erste noch ganz cool war und wurde von Film zu Film schlechter. Ich kann mich noch dran erinnern, wo wir den dritten Teil gucken waren. Mm. Mit Sascha. Mit Kobold-Junge. Wo ich aus diesem Kino rauskam und hab gedacht, ey, das war so wasted time, ne? Ja, der war schon dämlich, der Film, ja. Schade, dass der nicht dabei die ist. Die Amazing Spider-Mans, ne, die kamen ja auch. Die waren genauso scheiße. Und ich bin einfach von den Spider-Man-Filmen so satt gewesen, ne? Es ist gut gemacht, weil es anders ein bisschen ist. Aber für mich ging der so halt. Ja, dann halt geht's so. Ja. Okay. Ja, dann. Sag mal, welchen jetzt? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme haben wir noch. Nehmen wir mal Thor. Den ganz rechten. Das ist Into the Darkness, ne? Ja, der zweite Teil, genau. Wo die Freundin von ihm oder sein Mädel halt mit diesem roten Stein da. Wo der nächste Infinity-Stein halt herkommt. Genau, wo, ne? Der mit diesem roten Zeug da infiziert, ja, wurde, in Anführungsstrichen. Und diesen Dunkelelfen und sowas da. Dieser Film war das. Wo die halt Loki da befreit haben und dann am Ende ja Loki stirbt angeblich und bla und dies und das. Wo sie dann den Kampf, genau, gegen diese Dunkelelfen haben. Ja. Wie gesagt, ich wüsste jetzt schon, wo ich den hin tun würde. Ich würde den jetzt schon auf geht zu machen, weil ja, da fand ich den ersten Tor besser. Ja, und der zweite, definitiv, Tor war irgendwie so, ja, geht so. Ja, das ging so. Also ich fand den jetzt auch nicht gut. Ging mir halt viel zu viel um die Alte, weißt du, die da, ich liebe ihn und bla und tralala. Und, ja. Ja, die Story hat mich nicht so mitgenommen, einfach, muss ich zugeben. Und der Einzige, der den Film etwas weiter getragen hat, war tatsächlich mal wieder Loki, muss ich sagen, in dem Film. Der Ausbruch mit Loki und so, das war lustig und so, aber ansonsten, ja, ich weiß da jetzt auch nicht. Also ich würde tatsächlich echt sagen, geht so. War okay. Ja. Einzige Gute in dem Film war irgendwie Loki. Ja. Okay, dann, was haben wir denn noch? Wir haben noch 3 Avenger-Filme, 2 Captain America-Filme und noch einen Thor-Film. Wenn ich dann erstmal mal einen Avenger-Film noch abarbeiten. Ich würde tatsächlich, ja, lass mal Age of Ultron nehmen. Das müsste Age of Ultron sein, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, ja, müsste auch sein. Ich meine schon, weil das ist ja Infinity War und das ist ja das Endgame, ne? Deswegen, genau. Oder umgedreht, keine Ahnung, welcher war. Nee, Moment mal, welcher ist das nochmal? Ich scroll mal ganz kurz dran. Endgame. Links ist Endgame, Infinity War. Alles klar, haben wir's ja. Okay. Ja, Age of Ultron. Also ich persönlich fand den echt okay, fand den gut. Guter Film, guter Bösewicht. Ich mochte den Bösewicht Ultron, mochte ich echt, wie der quasi auch wegen so. Seinem Sarkasmus. Ja, wie er quasi so sich entwickelt hat, ne? Wie er dann quasi immer krasser wurde und sowas. Dann am Anfang halt so dieser kleine billige Roboter, dieses zerstörte Modell da und dann am Ende hat er seinen eigenen Körper gehabt und dann die zwei Zwillinge und sowas, die dann quasi richtig eingeführt wurden, hier mit Quicksilver und Scarlet Witch. Und so, und dann die Story am Endeffekt, dass die um diese Stadt da ging, die den Himmel heben wollten, dass der die ganze Menschheit auslöschen wollte und sowas. Fand ich schon cool. Besonders der Endkampf, der war ganz cool gemacht, gegen die ganzen Roboter und sowas. Und dass ja auch da Dingens ja entstanden ist. Da ist ja auch, wie heißt er nochmal hier, der mit dem Stein im Kopf. Wie hieß er nochmal? Ich hab den Job. Namen jetzt,
Also, Jarvis, aber wie hieß der nochmal, der Charakter? Auf jeden Fall der, ne, wie der ja entstanden ist und sowas. Also, das, ich fand den Film wirklich nice. Ja, dann auch Friday als neue Stimme für... Ja gut, ganz am Ende halt, ne? Also ganz am Ende war das ja halt, ne? Die geilste Szene ist immer noch, wo die am Feiern sind an dem Tisch und die versuchen, Thors Hammer hochzuheben. Ja. Und America kriegt das auf jeden Fall hin, dass das Ding fast wackelt. Fast, ja, der Gesichtsausdruck von Thor, das ist unbezahlbar. Beste Szene auf jeden Fall, beste Szene. Wie er dann so sieht, dass er den ganz gut bewegt hat und dann so, dann die Miene verzieht und dann so, und dann guckt er ihn an so, ja, hast du nicht geschafft, ne? Und dann ganz kurz so echt Panik hatte, das war schon nice, ja. Auf jeden Fall, war cool. Also ich würde den auch auf nice setzen. Ja, ich, also persönlich auch. Fand ihn schon besser wie Thor und Civil War und Black Panther, aber nicht so wie unsere Favoriten da oben. Ja, dann gehen wir mal mit Thor Ragnarök. Der ja da kommt ja die Schwester wieder, ne? Tag der Entscheidung heißt im Deutschen. Total dämlich der Name. Da, wo auch die Schwester wiederkommt? Die Schwester? Nein, die Walküre. Da war doch diese Walküre, war doch da in dem Teil. Ja, wo die Hulk auch wiederfinden auf dem Planeten. Genau, richtig. Ja, genau. Wo er ja wo quasi... Wo kam denn die Schwester hier mit diesen Zacken da, wo der ganze Planet ausgelöscht wird? Der muss ja auch da gewesen sein. Ach so, ach stimmt, das war ja die Schwester, du hast vollkommen recht. Ja, das war der Teil, Entschuldigung. Ich hatte den Bösewicht komplett vergessen gerade, du hast recht gehabt. Ja, das war ja die Schwester. Stimmt. Ja, das war die. Auch wieder ein besserer Teil von Thor, fand ich. Weil da ein bisschen mehr Action drin ist. Die finden den Hulk wieder, der ja ein Superstar auf dem Planeten ist, der ja absolute Gladiator ist. Und, fand die Geschichte von der Schwester und wie Odin früher war, also ne, dass die wirklich ganze Zivilisationen auch ausgerottet haben, fand ich sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von der Story her war auf jeden Fall und von den Effekten und alles her fand ich den schon einer der besseren Thor-Filme. Ja, also ich würde den auf okay lassen, weil ich würde den fast gleichsetzen mit dem ersten Thor. Also finde ich. Ja, das, was mich persönlich in dem Film gestört hat, war tatsächlich das, und da muss ich Sascha einfach recht geben, damit hat er damals recht gehabt. Also, was ich nicht mag, ist, dass wirklich Thor in dem Teil echt wie so ein Dummkopf rüberkommt, weißt du? Ich meine, der ist der Gott des Donners und dann wird er da gefangen genommen und dann wird er da gezwungen, da zu kämpfen und alles und er läuft von einem misslungenen Ding ins andere und stellt sich an wie so ein Dummkopf irgendwie, ich weiß auch nicht, fand ich nicht so geil irgendwie. Weswegen ich den auch nur auf okay setzen würde, ich würde den nicht auf nice oder so setzen, ich würde den tatsächlich nee, bei okay nee. Lassen. Ich würde den auch okay lassen. Vergleichbar mit dem ersten Teil tatsächlich würde ich auch so sehen, ja, ist okay. Wie ich sage, ist okay, ganz ehrlich. Ja. Dann würde ich sagen, lass uns mal die zwei Avengers-Filme vielleicht noch am Ende nehmen. Ich wäre jetzt dafür, ja, dass wir den ersten Captain America, das müsste der sein, wenn ich mich nicht irre. Geh mal näher ran. Warte mal, ja, genau, was ich gerade sagen. Nee, das ist der zweite, auch. Das ist der Winter Soldier. Ja. Nee, das hier ist der erste. Oh, lol, ups. Müsste der erste sein. The First Avenger, ja, genau. Ah, ja. Das ist der erste, genau. Cooler Film gewesen. Ich fand den wirklich gut. Ja, die Story, wie Captain America quasi zu Captain America geworden ist, fand ich auch ganz gut. Dass aus dem kleinen Schwächling auch total genial gemacht mit dem, also mit dem, wie heißt das, computeranimiert nochmal, da gibt es auch einen Begriff für. Ach, meinst du, dass sie den Kopf von dem auf den anderen gesetzt haben oder was? Ja, genau. Ja, die Trickvariante war schon nicht schlecht. Das stimmt schon. Ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Dass sie dafür nicht nochmal einen extra Schauspieler genommen haben, weißt du, das meine ich halt. Ne? Haben sie ja. Der hagere Typ war ein anderer Schauspieler. Da haben sie einfach den Kopf von dem Chris ja, von dem Ding. Nicht einen komplett anderen Schauspieler, weißt du? Ach so, ach, das meinst du. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. Ja, du hast recht. Also ich fand die Story... Weil es ja auch im Zweiten Weltkrieg da noch ein bisschen mit rumging und sowas. Ich fand das Setting von einem belächelten
der aber trotzdem so viel Mut beweist, dass er sich einfach auf eine Handgranate wirft, war ja eine Attrappe. Oder der halt trotzdem so smart ist und keiner kommt die Flagge hoch und zieht unten einfach den Stift und fährt dann. Finde ich einfach gut gemacht. Und wie er dann zu Captain America wurde, ja, als Prototyp, er wurde halt geschützt von den Wissenschaftlern und belächelt von der Army, von seinen Brüdern quasi im Geiste, weißt du? Und er durfte ja da nur die Auftritte machen und ein bisschen hier, ein bisschen posen und bla bla bla, damit ein bisschen Geld und neue Rekruten einspielt, ne? Ja. Sich aber dann darüber hinaus zu setzen und einfach dann alle zu retten, oder so viele, wie es halt ging, ne? Ja, und dann geht es ja natürlich richtig ab, ne? Also, wie gesagt, ich fand den wirklich nice, den Film. Jo, ja, was mir persönlich gefallen hat, war, was mir persönlich gefallen hat, war halt das Setting, war ziemlich gut. Du hast halt fast alle Filme, die du hast, spielen ja tatsächlich im Neuzeitalter. Es ist ja einer der einzigsten Filme, der tatsächlich im sehr alten noch spielt, hier in den 50ern und 60ern. Und nein, so alt ist das, wenn du den Zweiten Weltkrieg hast, dann muss das... Ach stimmt, Zweiter Weltkrieg war das ja, ne? Muss das um die 40er gewesen, also... Stimmt, nee, du hast recht. Nee, du hast recht, stimmt. Ich habe jetzt an die 50er, 60er gedacht. Nee, stimmt, der war ja noch früher, der Film. Ja, und ich finde, das tut dem Film ganz gut eigentlich, ne? Du hast nicht so viel Technologie und sowas. Und ich fand das schon ziemlich nice. Die Entstehungsgeschichte vom Captain America sozusagen fand ich gut auf jeden Fall. Ist gut rübergebracht worden. Da hast du ja auch der Red so Skull war auch gut. Ein guter Bösewicht eigentlich, ne? Das ist ja der, der auch Dingens gespielt hat, ne? Bei Matrix, den Smith, ne? Ja, ich habe den Namen jetzt von dem Hugo, wie heißt der nochmal? Der hat den halt auch sehr gut gespielt. Ja, der hat den Red Skull hat der gut gespielt. Wie heißt der nochmal? Hugo irgendwas Deutsches in der Richtung auf jeden Fall. Ja, der ist auch gut. Ich mag den Schauspieler. Ich finde den ziemlich nice eigentlich. Ja, und dann halt der Tod von seinem Freund und sowas, den er da verkraften muss. Der Bucky ist ja in dem Film angeblich gestorben. Hat man ja dann später gesehen, ist er ja nicht. Hat er nur seinen Arm verloren und war ein guter Film. Ich würde den tatsächlich auch auf nice setzen. Sehr nice auf jeden Fall nicht. Also nicht vergleichbar mit Iron Man oder sowas oder mit dem zweiten Teil von Iron Man, aber ist schon auf jeden Fall ist auf nice, würde ich sagen, auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall hin. Also wenn wir jetzt dann zu dem nächsten Captain America gehen. Winter Soldier? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Also er kämpft, glaube ich, gegen den, ne? Ja, die finden halt heraus, dass es einen verdeckten Agenten gibt, der halt über die Jahre halt mehrere Operationen gemacht hat, wo keiner wusste, wer das halt ist und der immer dann eingesetzt wurde für ganz spezielle Sachen und dann setzen sie den am Ende ja auf den an und der Bösewicht in dem Film war ja, glaube ich, der, wie heißt der, dieser altamerikanische Schauspieler nochmal, Harrison Ford, nee, wie hieß der nochmal, dieser alte Schauspieler? Also dieser alte Schauspieler, dieser ältere, der hat ja da den Bösewicht gespielt in dem Teil mit dem Winter Soldier zusammen. Und ja, die haben ja da den wie heißt der nochmal, Falcon das erste Mal auch getroffen und weiß nicht. War okay, würde ich sagen. War okay, der Film. Ich habe jetzt nicht wirklich so viel zu dem Film zu sagen, deswegen würde ich sagen, er war okay, der Film. Bisschen Scarlett Johansson, bisschen Falcon, bisschen Hawkeye. Ne, Hawkeye war gar nicht in dem Film dabei, ne? Ne, stimmt, der war ja gar nicht dabei. Bisschen Falcon und bisschen Widow, glaube ich. Black Widow. Ja, ansonsten war da ja großartig gar nichts. Ja, und der Bösewicht, ja okay, mit dem Arm und so. Ich würde sagen, für mich ist er okay auf jeden Fall. Was meinst du? Ich kann es halt sehr schlecht einschätzen, ey. Weil ich den Film gar nicht mehr vor Augen habe, was da wirklich alles passiert. Deswegen würde ich dir da schon... Ja, mach den auf okay. Okay. Ja, mach den auf okay. Vielleicht müsste ich mir den nochmal angucken. Ach, das war... wo der die alle aufdeckt, wo dann die ganzen Platten aufgehen, wo dann nicht nur ein von diesen Flugschiffen nach oben geht, sondern eine ganze Reihe, ne? Schiffen?
Wie Flugschiffen. Ach so, ja, 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 wo sie da drei von den Harriern in die Luft bringen wollen, die alle umbringen wollen. Ja, ja. Hier Robert Redford war das doch. Robert Redford, genau, danke. So hieß er. Ja. Stimmt, dieser war da. Wo sie ja den Nick Fury angeblich umbringen, aber der am Ende überlebt hat und der dann. Ja, doch. Ja, stimmt. Ja, der war okay, der Film. Ja. Stimmt, jetzt komme ich wieder drauf. Okay, dann lass mal. Einmal den Infinity und dann das Endgame. Genau, das ist Infinity War. Ne? Hab ich mir den. Nee, das ist Endgame. Entschuldigung. Der ist Infinity War. Warte, die hab ich beide auch im Kino geguckt. Ja, ich auch. Hab ich auch im Kino geschaut. Der erste war. Ich muss auch kurz überlegen, wie war denn mal die Story vom ersten? Der hatte den. Ah ja, stimmt. Der hatte doch den Thor auf dem Schiff überrascht, hat doch den Bruder umgebracht, also den Loki hat er doch umgebracht und den. Stimmt, Loki stirbt direkt am Anfang. Genau, Loki stirbt am Anfang und der Heimdall stirbt am Anfang direkt. Genau. Genau, und dann hat er den Hulk ja noch mit der letzten Kraft vom Dingens, hat er den ja noch weggeschickt mit diesem Defrost. Genau. Hat er den Heim dann noch weggeschickt und dann ist er ja quasi auf dem Schiff geblieben. Da hat er ihn dann verprügelt, der Obermacker. Ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem jetzt gerade. Der hat ihn ja verprügelt und haben sie ihn ja einfach quasi zum Sterben zurückgelassen. Genau. Und dann wurde er von den Guardians gefunden. Genau. Genau. Und dann ist der ja mit dem Rockets zusammen, ist der zu diesem einen Stern geflogen, hat dann den einen Riesen getroffen, der von dem einen Schauspieler gespielt wird aus. Game of Thrones, ja. Genau. Und dann haben die doch da seine neue Waffe geschmiedet. Und dann sind die doch auf den, weil die neue Waffe ja die Kraft hatte von seiner alten Waffe plus noch den Defrost, dann sind sie auf die Erde zurück. Und dann war ja da schon der Kampf. Und die haben ja versucht, den Dingens zu verstecken, ne, der den Infinity-Stein auf dem Kopf hat. Der wird ja dann in Wakanda, wollten sie in dem ja ausoperieren. Und da fängt ja die erste große Schlacht an. Ja, das war die Endschlacht von dem Film. Ja, ja, da fing ja die erste große von dem ganzen Film. Genau. Der ist ja dann verletzt worden von diesen zwei Attentätern, die auf die angesetzt hatten. Da kam ja dann der Kampf mit dem Captain America, mit Black Widow und Scarlet Witch und dem, dessen Namen ich nicht weiß, Jarvis auf jeden Fall. Da kam ja dann der Kampf da in England war das irgendwo. In London, glaube ich, da haben sie ja da gekämpft und ja, dann ist er da verletzt worden, weil er sich nicht materialisieren konnte und sowas. Und dann sind die nach Wakanda und dann haben die versucht, da den zu reparieren und seinen Stein da rauszukriegen. Und das haben sie auch nicht geschafft am Ende. Mhm. Ja, und dann ganz am Ende ist er ja noch gestorben, der Jarvis. Ich habe den Namen von dem vergessen. Wie ist der denn jetzt nochmal, der Jarvis? Kannst du den mal googeln, den Namen? Ich würde den Namen mal ganz gerne gerade wissen. Wie ist der denn nochmal? Oder soll ich selber googeln schnell? Oh, ups. Ich würde mal gerne wissen, wenn ich das. Die haben ja auch eine Serie gehabt. Wenn ich wüsste, wie die alte heißt. Die heißt ja nicht Scarlet Witch. Vision. Wanda Vision. Wanda und Vision, ja, Wanda Vision. Vision. Genau, Vision war der Charakter. Genau, der wurde ja dann quasi am Ende noch gekillt, weil er den Stein ja aus seinem Head rausgezogen hat einfach. Ja, und er schnipst halt und alles wird halbiert. Richtig. Das war das Ende von Infinity War. Genau. Also der Film, der ging eigentlich nur darum, dass er die letzten Steine haben wollte. Thor kriegt eine neue Waffe, rasiert da mal ganz kurz. Er schnippst trotzdem. Ich liebe dieses Meme. Alles. Ich liebe dieses Meme. Das ist eine GIF gewesen. Die GIF ist, also zu sehen war die Szene, wo er quasi in die Luft springt, alle Blitze holt, auf den Boden ballert, alles rundherum geht kaputt. Mit der Schrift unten drunter, wenn du völlig overpowered das Schlachtfeld betrittst, das ist immer noch das beste Meme, was es gibt. Das ist leider nie mehr gefunden. Das habe ich einmal gesehen. Das war das beste Meme, was ich jemals so gesehen habe über den Film. Das war echt, das war genial. Wenn du völlig ja, wo würdest du denn einsortieren? Ich würde den da stehen lassen. Ich auch. Ich fand die Endschlacht natürlich wieder ganz geil gemacht, auf jeden Fall. Deshalb, ja, ich würde den tatsächlich auf okay lassen. Tatsächlich.
Ja, haben wir noch den letzten. Den da. Sehr schlechte Erinnerung an den Film. Ich war in einem Kino und ich habe mich hingesetzt und ich saß den ganzen Film, der über 2,5 Stunden ging. Ging der 2 Stunden? Über 2 Stunden, ne? Auf einem kaputten Sitz. Auch nicht schlecht. Ich bin fast verrückt geworden. Und dann sehe ich diesen Film, wo ich mir denke, ja, den hättest du auch zu Hause angucken können, weil ich das tierisch abgefuckt habe, dass sie das so in die Länge gezogen haben. 182 Minuten. Ja. Den haben sie unendlich lange in die Länge gezogen. Total unnötig. Also fand ich, man hätte das auch kürzer machen können. Ja. Und das Schlimmste an dem Film ist, das Allerschlimmste, du musst dir vorstellen, alles das, was wir hier gerade gerankt haben, dieser Film, der zum Schluss verbindet ja eigentlich alles, um was es da ging. Das ist das Ende dieser Filmserie sozusagen. So, und dann kommt eine Scene, wo die Powerfrauen auf einmal da stehen. Ja, die Powerfrauen-Szene mochte ich auch Captain nicht. Captain Marvel, weiblicher Iron Man. Ja, ja. Die Walküre. Und die stehen da und sagen, yeah, wir schaffen das jetzt. Wir machen das jetzt. Und die Loser, die die ganzen andere Scheiße da vorher gemacht haben, die sind einfach, die werden einfach egal. Das kann ich schon, also die kann nicht wahr sein. Ich habe mich schon im Kino schon darüber aufgeregt, über diese Szene. Ich sag, das kann es nicht sein. Nur weil die Powerfrauen jetzt da stehen, schaffen die das oder was? Ja, weil Captain Marvel kam, ne? Captain Marvel ist halt overpowered ohne Ende, ne? Ja, hättest du ja auch noch ein Tor oder ein Dingens daneben stellen können. Nein, es müssen nur Frauen in dieser Cutscene zu sehen sein. Also in dieser Szene. Ich mochte die Szene, wie gesagt, auch nicht, ne? Also ganz das ehrlich. War so schlimm und wie gesagt, der Film ging viel zu lange. Ich saß auf diesem Stuhl, ich war so abgenervt, dann kommt diese Szene noch, dann stirbt Tony Stark. Das war ja klar, dass Iron Man da stirbt. Wer die Comics kennt, weiß das. Du wusstest auch ganz genau, Captain America wird schwarz. Das konnte ich dir schon vorher sagen. Konnte ich dir alles schon vorher sagen. Tor wird weiblich. Genau, Tor wird weiblich. Das konnte ich dir schon alles vorher sagen. Und alle haben gesagt, nee, das wird nicht passieren. Komisch, die Serien, die jetzt hier alle rauskommen, ne? Oh, wie hier, Dingens hier, ne? Bla bla bla. Wo er dem Falken das Schild gibt und er sagt, nee, will ich nicht. Und am Ende Falcon and the Winter Soldier ist der nächste Film, ja. Ja, Falcon and the Winter Soldier war ja, das war ja der, dat, die Serie, die auf Disney Plus ist. Und da siehst du das ja. Das Erbe von Captain America, das Schild, und dann will er das erst nicht und bla, und dann krönen sie da irgendwie einen neuen Weißen, der das kriegt, und im Endeffekt nimmt das nachher trotzdem. Der Falken wird, das wusste ich schon vorher. Das war für mich. Das war in den Comics halt schon klar, ne, dass er halt schwarz wird und so. Das war mir schon alles klar und ich verstehe nicht, warum das so gemacht werden muss. Political Correctness. Ja, super. Macht trotzdem einen schlechten Film draus. Also bei mir ging der nur so. Ganz ehrlich, der war der letzte Film. Ne. Das Einzige, was so ein bisschen gerissen hat, waren die paar Witzchen da drin, die Effekte. Und so was und dass es halt zu Ende war, dass es irgendwie noch gepasst hat, irgendwie. Ja ich finde ich fand den Film auch persönlich relativ in die Länge gezogen. Mir haben die Akte auch nicht so gefallen. Dann sind sie ja dann in diese Paralleldimension da gegangen, mit dem hier Zeit zurückspringen und hier und da und dann die Steine einsammeln und Thor hat irgendwelche Probleme mit seiner hier mit seinem Dingen da auf jeden Fall. Die ganze Zeit in dem Mac, das habe ich mir auch gedacht. Der unbesiegbare Hulk ist. Ja, der ging gar nicht in dem Film. Also wie der Hulk aussah, das ging gar nicht in dem Film. Wie Thor aussah auch nicht mit diesem Fettsuit und sowas, das ging gar nicht irgendwie. Nee, das ging gar nicht. Ich fand das total dämlich. Tut mir leid. Ich war das echt witzig, ne? Aber da denke ich mir auch nur so, warum?
Warum? Ja, die, also die einzige Szene, an die ich mich erinnern kann, die ich einigermaßen oder die ich echt cool fand, war tatsächlich die Szene, wo alle gerufen wurden. Das war das Geilste eigentlich. Weißt du, wie sie da mit zwei, drei Mann nur standen, ne, und dann hieß es auf einmal, hey, alle sind wieder da, und auf einmal kamen alle aus den Toren raus, also wirklich alle, die du jemals in den Marvel-Filmen gesehen hast, jeden einzelnen Charakter, die kamen dann am Ende, das fand ich ganz geil, und ja, ansonsten hatte der Film für mich so keine richtigen Höhepunkte, ausgenommen halt, dass Tony Stark halt stirbt am Ende, was ich persönlich sehr schade fand, weil es ist halt mein Lieblingscharakter, Iron Man. Den wird es dann halt so nicht mehr geben, da er jetzt auch weiblich ist. Das wird er seine Tochter übernehmen. Finde ich halt auch sehr schade, dass das wieder in die Richtung gehen muss. Und Pepper Potts. Nein, es wird seine Tochter werden. Also, wie gesagt, ey, die Leute, die lassen sich von der Filmindustrie total, sie wissen alles. Ey, lest die Comics, Leute. Da ist alles schon vorgemerkt, was passieren wird. Ja, es gab ja auch damals den riesigen Aufschrei mit Miles Morales, gab es ja auch den riesigen Aufschrei, als auf einmal Spider-Man auch schwarz wurde. Und ja, mich nervt das auch, dass das so da in die Richtung gehen muss einfach. Ich hätte nichts dagegen, wenn die, guck mal, ich habe auch nichts gegen Black Panther. Black Panther ist ein Schwarzer, ist okay, finde ich cool. Aber muss das unbedingt gemacht werden, nur damit man sagt, ey, wir sind politisch korrekt, wir müssen das so tun. Wir müssen jetzt alle Helden auf einmal schwarz und schwarz sein und es müssen Frauen sein oder am besten sogar noch schwarze Frauen. Ich meine, muss das sein? Ich weiß auch nicht, ich finde es doof irgendwie, ganz ehrlich. Ich meine, ey, das sind Comics, hallo, das sind geschriebene Bücher, Alter, was die Leute sich da reinstören, lass es doch so machen, wie es da steht. Und da musst du mal vorstellen, dass die Lobby hat so einen Einfluss, dass ein gestandenes Unternehmen wie Marvel, die Millionen von Comicbüchern schon geschrieben haben, sich davon beeinflussen lassen und das alles auf einmal umschreiben. Ja, nichtsdestotrotz auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz. Ja, wir sind ja fertig mit der Liste. Lass mal hier zum Ende kommen, weil es ist jetzt schon wirklich sehr, sehr lange hier. Lass ein Like und ja, lass ein Like da, wenn euch die Meinung gefallen hat. Und die Glocke aktivieren. Nee, es ging jetzt prinzipiell, weil wir schweifen gerade halt tierisch ab. Es geht ja prinzipiell um die Liste, um die Filme, wie wir die Filme gewertet haben. Ich würde sagen, ich bin fein mit der Liste auf jeden ist Fall. Ja nicht, also wie gesagt, es ist ja nichts Feindliches, aber durch diese politische Korrektheit kannst du einen Film halt super kaputt machen. Und dieser Film hatte so viel Potenzial, wo ich sage, man hätte mehr draus machen können, das stimmt auf jeden Fall. Der Film war an sich, war der gut. Der hätte auch vielleicht nice werden können. Nur ich fand, dass das übertrieben alles wurde und dass man das so in die Länge noch ziehen musste. Das fand ich so schlimm an dem Film. Deswegen geht's. Also wie gesagt, wollte er nur noch mal klarstellen. Gut. Ja, auf jeden Fall, das ist unsere Liste, unsere gemeinsame Liste. Vielleicht werden wir jeweils nochmal selber eine Liste selber nochmal machen. Da wird sich wahrscheinlich aber, denke ich, nicht viel ändern. Daher lassen wir das einfach so, würde ich sagen, an der Stelle. Und würde sagen, ja, das war dann die Tierliste von den Marvel-Filmen. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, Leute, sagt mir auf jeden Fall einen Kommentar und ein Like da, wenn ihr wollt. Jetzt ist es mal wieder nach langer Zeit mal wieder ein Video auf meinem Channel auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.